Ich habe ja einmal knusprige XXL Frühlingsrollen gefüllt mit Hähnchen und Gemüse. Ich habe ja schon mal mein Hähnchenbrustfilet, da wird in kleine Stückchen geschnitten. So, das kommt schon mal in meine Pfanne. Ich habe ja noch ein bisschen was an Gemüse da. Lauch, Ingwer, Karotte und Pilze. Die gebe ich jetzt alles in den Zerkleinerer. Geht am schnellsten. Hier kommt jetzt der Knoblauch auch mit rein. Ich würze es auch noch mit Sojasauce, Chili und Pfeffer. Etwas Salz kommt auch dazu. Hier ist einmal der Teig für die Frühlingsrollen. Das wird hier ein Kleber aus Mehl und Wasser. Ein Klecks vom Kleber an die Spitze. Ich wickel den aber immer doppelt. Gönnt euch, Leute. Die sind richtig lecker.